bitte nun den Abgeordneten Herrn Peter Reit, Fraktion der NPD, die Frage 9 zu stellen. Entspricht es den Tatsachen, dass sich in Mecklenburg-Vorpommern der Prüfungszeitraum für die Lehrämter an Gymnasium bis zum 4. Juli 2014 erstreckt, obwohl die Bewerbungsfrist für den entsprechenden Referendariatsplatz bereits bis zum 11. April 2014 mit einer Nachreichungsfrist für Zeugnisse bis zum 13. Juni 2014 endet und somit ein nahtloser Übergang zwischen Studium und Vorbereitungsdienst nicht möglich ist? Und wie ist dieser Sachverhalt zu erklären? Die Nachreichfrist für die Zeugnisse über die erste Staatsprüfung bzw. gleichwertige Lehramtsabschlüsse endet am 30. Juni 2014. Dieser Termin ist der notwendige Kompromiss zwischen den Interessen der Lehramtsstudierenden und dem erforderlichen zeitlichen Vorlauf für die Verbeamtung der Referendare und Referendarinnen, der Festlegung von Ausbildungsschulen bzw. Mentorinnen und Mentoren sowie die notwendige Abstimmung mit ihnen. Es ist also nicht geplant, da irgendwas zu ändern. Es ist rein organisatorisch nicht möglich, daran etwas zu ändern, weil Referendare, die in den Schuldienst Mecklenburg-Vorpommerns eintreten sollen, zunächst mal einen Abschluss haben müssen. Wir können in der Tat nicht, bevor die einen Abschluss haben, sie zu Referendaren machen. Es ist auch nicht beabsichtigt, diese Nachreichfrist noch weiter zu verlängern. Bisher nicht. Danke. Vielen Dank, Herr Minister. Ich bitte jetzt den Abgeordneten Andrzejewski, Fraktion der NPD, die Fragen 16 und 17 zu stellen. Herr Minister, Frage: Inwieweit wäre nach Rechtsauffassung der Landesregierung nach dem Erlöschen der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen im Kreistag von Vorpommern-Greifswald dieser auf Antrag einer Fraktion im Hinblick auf § 110 Absatz 2 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern verpflichtet, die Ausschüsse vollständig neu zu besetzen? Herr Abgeordneter Andrzejewski, guten Morgen. Eine solche Verpflichtung besteht nicht. Die Neubesetzung setzt nach der genannten Vorschrift voraus, dass eine Wahlstelle frei wird. Das Erlöschen einer Fraktion bewirkt kein Freiwerden einer Wahlstelle, da die auf Vorschlag der fraglichen Fraktion gewählten Ausschussmitglieder ihr Mandat als Ausschussmitglied grundsätzlich behalten, unabhängig davon, ob es erlischt oder nicht. Eine Nachfrage: Was versteht das Ministerium unter der im Gesetz genannten, aber im Kommentar nicht definierten, auch in keinem Wörterbuch definierten Begriff Wahlstelle? Die zu wählende Funktion oder zu besetzende Funktion. Gut, danke. Zweite Frage: Inwieweit entspricht es nach Auffassung der Landesregierung der Wahrheit, dass, wie kürzlich behauptet, die ärztliche Versorgung der Bewohner der Asylbewerberunterkunft Nossdorf-Horst schlecht sei? Herr Abgeordneter, der Landesregierung ist derzeit nicht bekannt, dass kürzlich behauptet worden wäre, dass die ärztliche Versorgung in der Aufnahmeeinrichtung in Horst schlecht sei. Eine derartige Behauptung entspreche jedoch auch nicht der Tatsache und ist insofern auch zurückzuweisen, wenn sie denn getätigt worden wäre. Im Übrigen hat das Ministerium für Inneres und Sport in den Antworten der Landesregierung zu den Kleinen Anfragen der Abgeordneten Frau Gajek auf der Drucksache 2322 Verbesserungsbedarf bei der Erstaufnahmeuntersuchung von Asylbewerbungen und Drucksache 62587 medizinische Versorgung von Asylbewerbern und Asylbewerbern durch das Krankenhaus Beutzenburg umfassend zu Fragen rund um die medizinischen Dienst in der Aufnahmeeinrichtung Horst Stellung genommen. Und dort ist alles ausführlich dargestellt. Und insofern ist dem nichts hinzuzufügen, was die angebliche Kritik betrifft. Gut, vielen Dank. Bitte jetzt den Abgeordneten Tino Müller, Fraktion der NPD, die Fragen 18 und 19 zu stellen. Herr Minister, ist es laut Kommunalverfassung grundsätzlich möglich, auf Antrag einer Fraktion über einen Antrag zur Erweiterung der Tagesordnung bzw. über einen Änderungsantrag zu einer Beschlussvorlage namentlich abstimmen zu lassen? Herr Abgeordneter Müller, das Fraktionen eingeräumte Recht, eine namentliche Abstimmung zu verlangen, ist nach dem Wortlaut § 31 Absatz 2 Satz 5 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommerns nicht auf ausschließlich abschließende Abstimmung über Sachanträge beschränkt. Nach Auffassung meines Hauses ist diesbezüglich auch keine einschränkende Auslegung
Entschuldigung, der Vorschrift nach Sinn und Zweck geboten. Meine zweite Frage, inwieweit hätte das Nichtbeachten solcher Anträge auf namentliche Abstimmung durch den Vorsitzenden der Gemeindevertretung rechtliche Auswirkungen auf die jeweiligen Beschlüsse? Herr Abgeordneter, die Nichtbeachtung eines Antrages auf namentliche Abstimmung würde zu formellen Rechtswidrigkeiten des gefassten Beschlusses führen. Diese Rechtswidrigkeit müsste allerdings, um Auswirkungen zu entfalten, verbindlich festgestellt werden. Dies kann durch einen Widerspruch des Bürgermeisters, durch rechtsaufsichtliche Beanstandung oder durch verwaltungsgerichtliche Entscheidung geschehen. Daher die Möglichkeit der Verletzung subjektiver Fraktionsrechte in Rede steht, wäre die Fraktion regelmäßig auf den Rechtsweg verwiesen. Danke. Bitte jetzt den Abgeordneten Herrn Peter Reit, Fraktion der NPD, die Frage 20 zu stellen. Für welche Orte Mecklenburg-Vorpommerns und dort in welchen Ortsteilen sind künftig Sammelunterkünfte für Asylbewerber und oder Asylanten mit welchen Kapazitäten vorgesehen und wann sollen diese von wem in Betrieb genommen werden? Herr Abgeordneter Peter Reit, sagen Sie mir beim nächsten Mal bitte Bescheid, wenn ich mir die Frage-Antwort gleich aufheben kann, denn die gleiche Frage haben Sie in der letzten Fragestunde gestellt. Ich will sie aber gerne nochmal wiederholen. Gegenwärtig ist die Einrichtung von zwei Gemeinschaftsunterkünften. Die Gemeinschaftsunterkünfte, zwei Gemeinschaftsunterkünfte im Landkreis Vorpommern-Rügen in Planung, der auch Träger dieser Einrichtung sein wird. Eine Gemeinschaftsunterkunft wird im Bad, im Ortsteil Bad Süd, mit einer nunmehr vom Landkreis verringerten Kapazität auf 100 Plätze, voraussichtlich noch im zweiten Quartal 2014 in Betrieb genommen werden. Die andere Einrichtung wird in der Hansestadt Stralsund im Ortsteil Denholm mit einer Kapazität von ca. 200 Plätzen voraussichtlich im dritten Quartal 2014 entstehen. Die Betreiber beider Einrichtungen werden durch Ausschreibung gewonnen, deswegen kann ich Ihnen noch nicht beantworten, wer die Betreiber sein werden, aber das Verfahren ist so geplant und wird auch so umgesetzt werden. Können Sie mir bestätigen, dass sich Planungen auch ändern können und deshalb Nachfragen jeden Monat wiederkommen könnten? Selbstverständlich können sich Planungen verändern, deswegen heißen sie ja Planung. Und insofern schließe ich nicht aus, dass es Veränderungen gibt und Sie können die Frage so häufig stellen, wie Sie wollen. Ja, dann in diesem Sinne Bescheid. Einen Moment, Herr Peter Reit, bleiben Sie bitte noch am Mikro. Herr Peter Reit. Hallo. Bitte. Ich habe Sie aufgefordert, am Mikrofon stehen zu bleiben. Was können Sie mit Ihrem Ehemann machen? Herr Peter Reit, Herr Peter Reit, ich erteile Ihnen dafür erstmal einen Ordnungsruf. Des Zweiten weise ich Sie darauf hin, dass ich auf das Entschiedenste Ihre Formulierung, die Sie in der Fragestellung gebraucht haben, in Bezug auf die Benennung der Asylbewerber zurückweise. Wir haben ganz bewusst entschieden, in diesem Haus diese Frage nicht im Vorfeld zu reklamieren, weil wir schon Wert darauf legen, dass hier auch im Haus deutlich wird, mit welchen diskriminierenden Äußerungen Sie hier Menschen belegen. Aber das hindert uns nicht daran. Herr Köster, ich bitte Sie jetzt, wir sind nicht in der Aussprache, sich zurückzuhalten. Ich äußere mich gerade zu der Frage von Herrn Peter Reit. Und wir werden uns hier im Hohen Hause nicht davon abhalten lassen, diese diskriminierenden Äußerungen auch entsprechend zu rügen und darauf hinzuweisen, dass wir das nicht dulden und dass wir damit nicht einverstanden sind. Im Übrigen verweise ich nochmals auf die Geschäftsordnung. Bei Beantwortung von Fragen, und dieser Komplex war für Sie noch nicht abgeschlossen, haben Sie am Mikrofon stehen zu bleiben, dass Sie die Geschäftsordnung so vor. Und Sie haben hier keine Sonderrolle und keine Extrawürste. Das mache ich auch nochmal ganz deutlich. Abweichend von der Drucksache 6/2867 wird der Minister für Inneres und Sport nun auch die Frage 22 beantworten. Und ich fordere den Abgeordneten Herrn Pasteurs auf, diese Frage 22 zu stellen. Herr Abgeordneter Köster, ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf. Sie haben hier überhaupt nicht darüber zu befinden, wie hier die Reihenfolge der Abläufe im Landtag stattfindet.
Wenn Sie irgendetwas zu kritisieren haben oder anzumerken, dann nutzen Sie bitte das Gremium, das dafür da ist, nämlich den Ältestenrat. Bitte, Herr Pastörs. Ja, Herr Caffier, Frage 22. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung zur Kundenliste der kanadischen Firma Atsoff Films in Bezug auf Besteller aus Mecklenburg-Vorpommern? Nee. Herr kommt dann. Kollege Abgeordneter, die Ermittlungen werden seit 2012 durch die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt geführt. Aus den bisher übermittelten Ermittlungsergebnissen des BKA ergeben sich 10 Tatverdächtige mit Wohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern. Zu weiteren Personen liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Zusatzfrage: Ist es richtig, dass auf dieser Liste auch ein Name eines Polizeibeamten des Landeskriminalamts zu finden ist? Die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Zu einzelnen Personaldetails gibt es keine Auskunft und zu laufenden Verfahren auch keine. Zusatzfrage: Planen Sie, hier Klarheit zu schaffen, inwieweit in Ihrem Hause eventuell solche Personen Bestellungen abgegeben haben könnten? Also zunächst gilt, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, und das gilt auch für mein Haus, zunächst erstmal die Unschuldsvermutung gilt grundsätzlich, und wenn sich Verfehlungen welcher Art auch immer ergeben, wird das auch dementsprechend disziplinarisch geahndet, gehandelt und umgesetzt. Und insofern werde ich genau das tun, was das Gesetz auch vorschreibt und was alle erwarten, wie man damit umgehen muss. Aber dafür muss ich auch erstmal der Straftatbestand oder die mögliche Straftat dann auch definitiv belastend feststellen lassen. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht der Fall. Insofern kann ich nochmal bitte auf die derzeit laufenden Ermittlungen verweisen und dann abwarten, was sich daraus im Ende ergibt. Vielen Dank, Herr Minister. Ich rufe auf den Geschäftsbereich der Justizministerin des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Ich bitte den Abgeordneten Herrn Pastörs, die Frage 21 zu stellen. Frau Ministerin, guten Morgen. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über Ermittlungsverfahren in Mecklenburg-Vorpommern, die infolge des Aufdeckens eines pädophilen Rings im Jahre 2010 eingeleitet wurden? Herr Abgeordneter, auf der Grundlage des in Ihrer Frage mitgeteilten Sachverhaltes keine. Ihre Frage ist bereits nicht zu entnehmen, auf welche möglichen Ermittlungen Bezug genommen werden soll. Im Übrigen ist der Landesregierung über die Aufdeckung eines pädophilen Rings im Jahr 2010 mit Bezug zu Mecklenburg-Vorpommern nichts bekannt. Zusatzfrage: Gibt es denn im Zusammenhang mit der hier formulierten Frage Ermittlungen, die auch nach diesem Zeitpunkt dafür Sorge tragen, dass eventuelle Straftaten hier verfolgt werden zu dem Komplex? Es werden Ermittlungen immer dann erfolgen, wenn sie notwendig sind und wenn es Anhaltspunkte gibt. Ob es jetzt im speziellen Fall welche gibt, kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich habe auf 2010 hingewiesen, darauf haben Sie gefragt, darin haben Sie gefragt und darauf kann ich nur antworten. Danach ist Ihnen, nach diesem Zeitpunkt, ist Ihnen nichts bekannt von Ermittlungen in dieser Richtung? Ich kann nicht auf Fragen antworten, die irgendwie nur Vermutungen beinhalten. Das ist eine konkrete Frage, auf die Sie vielleicht ja oder nein antworten. Herr Abgeordneter Pastörs, Sie haben die Möglichkeit gehabt, 2 Nachfragen zu stellen. Sie haben hier keine Möglichkeit, die Antworten der Ministerin zu kommentieren, zu bewerten und so weiter. Frau Ministerin, ich danke Ihnen ganz herzlich. Wir sind am Ende der heutigen Fragestunde.